Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Für das heutige Video habe ich mir einen Blog von Craft Sensations rausgesucht. Das ist ein 30x30 Blog und heißt Believe in the Magic of Christmas. Das ist ein Weihnachtsblog vom letzten Haul, ein ganz aktueller Blog von diesem Jahr und ich habe damit keine Weihnachtskarten gemacht. Schon beim Haul habe ich ja gesagt, ich finde das gar nicht so, dass das unbedingt ein Weihnachtsblock sein muss, denn die Hälfte der Designs ist auf jeden Fall nicht weihnachtlich, für mich auf jeden Fall. Genau, 12 Karten habe ich vorbereitet, die ich dann im Anschluss mit euch zusammen basteln werde. Danach schauen wir uns nochmal an, was ich sonst noch so verwendet habe und zum Schluss gucken wir uns auch die Karten nochmal ganz in Ruhe an. Ja, und wenn euch das Video gefällt, dann würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Abonniert doch auch gerne meinen Kanal und lasst mir auch gerne einen Kommentar da. Das würde mich sehr glücklich machen. Und jetzt würde ich sagen, legen wir erstmal los, ne? Ich wünsche euch viel Spaß. Bis später.
Thank you.
Thank you.
ihr Lieben, dann zeige ich euch jetzt mal, was wir sonst noch so verwendet haben. Und zwar einmal die MFT-Sketche Nummer 634 bis 639. Dann habe ich für eine Karte hier das Vellumpapier genommen von Action, von DecoTime. Dann habe ich verschiedene Stickerlinien verwendet. Diese sind von Ideen mit Herz, also auch die Buchstaben. Dieses Glitzerige habe ich mal bei Amazon bestellt und die anderen sind von Love from Lizzie. Dann habe ich noch Glitzerperlen verwendet. Diese hier waren von AliExpress. Jetzt muss ich immer überlegen, ob Temu oder AliExpress, aber nein, es war AliExpress. Und diese Perlen von Action. Dann hier diese goldenen Perlen von Alina Kattel, die heißt auch Alina Craft und hat einen Shop beim AliExpress. Und dann habe ich noch Schleifenbänder verwendet vom Woolworth. Das habe ich sehr günstig gekriegt. Genau, die beiden. Dann habe ich hier noch, ich glaube, die waren vom Teddy, ne? Ja, hier so Schmetterlinge verwendet, da habe ich jetzt noch einen übrig. Und dann habe ich ganz viele Stanzensprüche verwendet. Und zwar einmal hier diesen großen Happy Birthday, den hatte ich zum Schluss genommen. Genau, die ist vom AliExpress und die anderen, die sind tatsächlich alle vom Action. Also diese Spruchstanzen hier, die sind alle aus einem Set gewesen. Und dann habe ich noch Zahlen verwendet, die sind auch vom Action, da sind halt alle Zahlen drin gewesen. Und dann die hier, ich glaube Avec oder so, ist aber auch vom Action diese. Die war aber alleine, ups, die war alleine in einer Verpackung drin, so. Genau, ja, das war's dann auch. Ich schreibe alles nochmal in die Infobox. Wenn ich was vergessen habe, dann schreibt mich doch gerne an, ne? Ich antworte euch natürlich sofort, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Ist das alles kein Problem? Und dann würde ich sagen, schauen wir uns doch jetzt die Karten an. Ja, dann schauen wir doch mal. Und zwar fangen wir mit den ersten Karten an. Hier habe ich eine riesengroße Tech-Stanze verwendet. Also riesengroß, halt die größte, die ich hatte. Hab mir, bevor ich das Designpapier aufgeklebt habe, noch zwei Wellensticker-Linien aufgebracht. Und genau, dann habe ich mir diesen Tag erhöht aufgeklebt unten. Hab hier oben noch das Schleifbändchen angebracht und ein paar, ja nicht Glitzerpunkte, das sind auch so Peel-Off-Sticker, also vom Love from Lizzie. Die Liniensticker, die nennt man auch Peel-Off-Sticker. Und das sind dann halt auch Peel-Off-Sticker, aber Punkte halt, ne? Genau. Und dann hatte ich mir hier dieses Thank You ausgestanzt und da habe ich weißes Vellum hintergemacht, was ich noch in meinem Restepapier hatte. Genau. Und dann war die Karte auch schon fertig. Ich habe tatsächlich, mir war es wichtig, ich benutze so wenig Stanzen und ich glaube, die habe ich noch nie verwendet, die ganzen Spruchstanzen. Höchstens einmal. Und einige auch noch gar nicht und deswegen habe ich diesmal für alle Karten irgendwelche Spruchstanzen genommen, beziehungsweise bei der einen war es dann halt die 60, aber ich habe auf jeden Fall immer was gestanzt. Ja, das sind die ersten beiden Karten. Und die nächste, da kommt her. Genau, lots of kisses. Also ganz viele Küsschen. So, ne? Da habe ich dieses dunklere Designpapier mir schräg übergelegt auf das mit den Sonnenschirmchen. Ich denke, das sind Sonnenschirmchen. Genau, habe das dann festgeklebt und rundherum abgeschnitten, was überstand. Dann habe ich mir Schleifenband angebracht oben. Hab das auf der Rückseite dann ganz normal mit doppelseitigem Klebeband festgeklebt. Hatte mir hier noch Stickerlinien angebracht und dann eben dieses Lots of Kisses ausgestanzt und dann noch ein paar Goldperlchen und die Schleife gebunden und oben drauf gesetzt. Genau. Und das Ganze hatte ich mir halt gemattet. Jetzt kommen die Karten zum 60. Geburtstag. Hier habe ich mir erstmal ein großes Designpapier zurechtgeschnitten und gemattet. Dann habe ich mir hier noch ein
großes Rechteck aus diesem, ich finde dieses Blümchenpapier wirklich wunderschön. Hätte ich vielleicht auch besser für eine andere Karte nehmen sollen, wo man mehr davon sehen kann, weil ich finde das echt richtig, richtig hübsch. Auf jeden Fall habe ich mir das hier rechtsbündig in der Ecke angebracht. Dann habe ich, Entschuldigung, aus weißem Papier mir noch ein Rechteck ausgeschnitten und das Ganze habe ich dann mit den Linienstickern einen Rahmen gegeben, habe das auch rechtsbündig aufgeklebt mit ungefähr gleichem Abstand oben und unten. Ungefähr, ne? Ich habe das jetzt nicht nachgemessen, ich mache das immer so Pi mal Auge. Genau, habe dann die ausgestanzte 60 aufgeklebt, habe mir das Jahre mit diesen Sticker-Buchstaben draufgeklebt und dann habe ich noch diesen schönen Schmetterling ebenfalls aufgeklebt. Da war eigentlich so ein Schaumstoff-Pad hinter, aber den habe ich abgemacht. Ich wollte das flach aufkleben. Genau. Ich habe auch alles in Gold und Silber nach Möglichkeit gehalten, außer bei einer Karte, wie ich gerade sehe. Genau. So, hier, thank you. Meine englische Aussprache ist leider nicht so dolle. Ich verstehe Englisch zwar ganz gut und ich spreche es auch eigentlich ganz okay, aber meine Aussprache ist einfach... Meine Tochter findet das immer ganz furchtbar, wie ich das ausspreche. Aber egal. Solange ich verstehe gut und sprechen kann, ist das ja in Ordnung. Denke ich mal. Genau, hier habe ich zwei Designpapiere genommen. Eins, was ungefähr zwei Drittel groß ist und eins, was ungefähr ein Drittel groß ist. Das habe ich mir auf der Rückseite mit Washi-Tape zusammengeklebt, habe mir einen Kreis ausgestanzt in Weiß und da mein Thank You draufgeklebt. Dann habe ich über diese Schnittlinie habe ich mir eben das Band drüber geklebt. Dann habe ich das Ganze erhöht. Also das Ganze habe ich mir erhöht und auf, das ist kein Cardstock, das ist eher so Tonpapier, ist so ganz, das ist wirklich sehr dünn, habe ich mir da aufgeklebt und genau, dann habe ich mir das Thank You erhöht aufgeklebt und rechtsbündig, dann habe ich mir die Schleife hier so dran gesetzt und hier oben noch ein Bannerchen, weil mir das ein bisschen zu leer in der Ecke war und dann noch ein paar Glitzersteinchen und dann waren die Karten fertig. Genau. Dann Karte 9 und 10. Best Wishes. Ich finde dieses Papier, also dieses Papier sage ich schon, die Stanze, die ist sehr, sehr filigran, aber ich finde die wirklich sehr hübsch. Das ist wirklich ein wunderschöner Schriftzug, wie ich finde. Ja, hier habe ich auf jeden Fall das Rosa, das ist auch ein Designpapier aus dem Block gewesen. Das habe ich eben als Hintergrund genommen und dann habe ich mir zwei rechteckige Streifen ausgeschnitten aus diesem Blümchenpapier. Habe mir das eine linksbündig oben in der Ecke angebracht und dann mit ein bisschen Abstand dann halt von unten anschließend angebracht. Dann habe ich auch diese schöne Stanze hier verwendet mit diesem Wellenrahmen. Habe mir das Ganze erhöht, nachdem ich den Spruch aufgeklebt hatte und das dann einfach so quer drüber, so ziemlich mittig würde ich sagen, ein Stückchen eher unten, aber es sollte schon ziemlich mittig sein. Und genau, dann noch ein paar Glitzerperlchen und dann war die Karte auch fertig, die ging auch wirklich relativ fix, muss ich sagen. Aber ich finde den Schriftzug wirklich wunderschön. Genau, das ist auch die einzige Karte, wo ich weder Gold noch Silber verwendet habe. Und jetzt kommen die letzten beiden Karten schon. Hier, die ist wieder silber gehalten. Hier ist das Papier mit den Frauen drauf. Das fällt auch nur auf, wenn man einmal genauer hinguckt. Sonst sieht man auch, wenn man nicht so richtig drauf guckt, eigentlich nur die Blümchen. Ja, hier habe ich mir auf jeden Fall dieses lilane Designpapier genommen. Dieses ganz, ganz dunkel lilane. Habe mir eben das Papier mit den Frauen genommen und das einmal so diagonal drüber geklebt. Alles, was überstand, habe ich mir dann weggeschnitten. Habe dann Stickerlinien außen angebracht, diese wunderschönen, glitzernden, silbernen. Hatte mir hier dieses Happy Birthday ausgestanzt und da habe ich das Vellumpapier vom Action hinter gemacht. Das hat auch so einen rosa Schimmerton.
Genau, und habe das Ganze dann mit Flüssigkleber aufgeklebt. Und dann habe ich mir noch diese Peel-Off-Sticker, diese Punkte aufgeklebt, auch in so richtig schönen glitzernden Silber. Genau. Und das waren dann auch schon die letzten beiden Karten. Und ich wollte euch doch nochmal zeigen, dass man mit diesem Block auch wunderbar Karten basteln kann, die eher so im Retro-Look sind, wie ich finde, aber nicht Weihnachten sind. Ich meine, ich werde mit dem Block garantiert auch noch Weihnachtskarten basteln, aber ich wollte euch jetzt, da wir gerade Anfang September haben, doch zeigen, dass man damit auch andere schöne Karten basteln kann. Genau, und ich mache davon natürlich wie immer Fotos von den Sketchen neben den Karten, lade das Ganze auf meinem Blog hoch unter www.bieneskreativewelt.de. Da habe ich auch einen kleinen Shop und eben meinen Blog, und ich schreibe auch immer fleißig auf, was ich so alles benutze. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ihr hattet eine gute Zeit und ja, ich würde sagen, das nächste Video kommt schon bald und wir sehen uns bald wieder. Also habt eine gute Zeit. Tschüss, ihr Lieben.